Liebe Leserinnen, liebe Leser, willkommen im Juni. Unser Sommerheft ist da. Auf dem Monte Generoso steht ein großes neues Berghaus. Mario Botta heißt sein Architekt. Als Metapher für seinen Entwurf wählte der Tessiner Grand Seigneur eine Blume. Doch das schöne Bild geht nicht auf, sagt Andres Herzog. Warum? Das setzt er uns in seiner Architekturkritik auseinander. Für die Blume vernachlässigt Botta fast alles andere. Von der Landschaft über die Konstruktionslogik und die Nutzung bis zur Bautradition. Der Innenarchitektur ergeht es wie der Landschaftsarchitektur. In den Köpfen von Architektinnen und Architekten fristet sie ein Schattendasein. Als Architekt kann man ja schließlich alles selbst am besten. Stimmt das? Wir baten Experten um ihre Meinung. Im Artikel von Merit Ernst beurteilen Innenarchitekten 4 Innenräume von Architekten. Und sie deckten dabei neben ein paar guten Einfällen auch grobe Mängel auf. In Basel und in Zürich bauen die Universitäten ihre Standorte in den Innenstädten massiv aus. Hochparterre hat über beide Planungen berichtet. Jetzt ist Bern an der Reihe. Mitten im Quartier Lenggasse plant die Uni Bern gewaltige Neubauten für die Naturwissenschaften. Erstaunlich ist, dass darüber kaum diskutiert wird. Jedenfalls nicht bis jetzt. Und zum Schluss 2 Hinweise. Im neuen Heft startet auch eine neue Kolumne. Unter dem Titel Böse Dinge nimmt Merit Ernst, Hochparterres Designkennerin, Alltagsgegenstände unter die Lupe. In der ersten Folge die Überwachungskamera. Und die Stadtlandschau ist auferstanden. Für unseren Wettbewerb für gute Raum- und Stadtplanung können Sie bis am 31. August Projekte einreichen. Wie und wo, das erfahren Sie in der Rubrik Veranstaltungen auf hochparterre.ch. Und dort können Sie Hochparterre auch abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und viel Zeit zum Lesen.